Sabine, ja? Hier, guck dir das mal an. Ist das nicht fürchterlich? Was? Boah, was ist das denn? Das sind Hundebisse. Das ist ein kleiner Junge von zwei Dobermännern angefallen worden. Oh, das kann ich nicht sehen. Hm, das ist auch, mir dreht sich auch der Magen um. So Dobermänner, die sind doch schon ganz schön groß. Die sind gerade gegenüber einem 11-jährigen Jungen. Also genau, ja, stimmt. Der ist ja so. Oh ja, das, dann ist so ein Hund riesig für den Jungen, ne? Ja, allerdings. Wo ist das passiert? Ist es auf einem Reiterhof passiert? Jan Simon wollte mit seiner älteren Schwester eben das Pony besuchen. Die Schwester hat dort ein Pony stehen und die Dobermänner waren die Hofhunde dort und haben dann eben sofort den Jungen angegriffen. Nina wollte ihren Bruder noch schützen, die ist dann aber auch gebissen worden und ganz schlimme Verletzungen, siehst du ja. Oh, was ist mit den Hunden passiert? Der eine Hund ist sofort nach der Beißattacke eingeschläfert worden, der zweite Hund ist aber immer noch auf dem Hof. Der ist immer noch da? Mhm. Muss nicht ein Hund, der gebissen hat, irgendwie besonders behandelt werden oder so? Ja, um den Hund ist so ein juristischer Streit entbrannt jetzt. Mhm. Also die Stadt hat verordnet, er muss vom Hof. Die Halterin geht dagegen vor und das geht jetzt seit über einem Jahr hin und her. Familie Schulenburg ist weit weg von zu Hause. Denn zu Hause, in direkter Nachbarschaft, da ist immer noch der eine Dobermann, der an der Beißattacke beteiligt war. Hier sollen die Kinder ein wenig Abstand zu dem schrecklichen Vorfall gewinnen und wenigstens ihre körperlichen Wunden auskurieren. Ich treffe die Familie am Strand. Wie ist denn für Jan Simon die Kur gewesen bisher? Gut, geholfen, ja? Gut, ja. Also der ist hier aufgeblüht, der hat wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen, konnte ohne sich mal sich wieder frei bewegen. Alles das, was er bei uns zu Hause halt so nicht mehr kann. Nina, kriegt sie auch so Therapie? Oder ja, sie kriegt auch Therapien, Krankengymnastik und auch Lymphdrainage, weil sich das da halt staut. Da, wo sie gebissen worden ist, auf der linken Seite. Wie oft hat der Hund die zugebissen, die Hunde? Bei Jan Simon 16 Mal und bei Nina 3 Mal. Wenn wir mal zurückgehen, ne, an diesen Tag X, ja. Wie haben Sie denn von dem Unfall erfahren? Ich habe, also Nina und Jan Simon sind ja zusammen zum Pferd und ich habe auf beide gewartet, dass sie wieder zurückkommen und hörte dann aber ein ganz lautes Schreien. Immer nur, Mama, komm schnell, Jan Simon ist von den beiden Hunden zerrissen und ein ganzes Stück fehlt, Mama, komm. Und vom Weiten hörte ich dann halt schon die Sirenen, den Krankenwagen, Notarzt. Habe dann die Hundebesitzerin mit Jan Simon in einer Pferdebox vorgefunden, wo Jan Simon stand, wo ich dann erst gedacht habe, oh, super, ne, es ist alles in Ordnung, alles gar nicht so schlimm. Und dann sagte die Hundebesitzerin, die Gabi, zu mir, guck mal, und nahm das Handtuch hinten vom Gesäß weg. Und dann sah man also eine riesengroße, klaffende Reißwunde. Waren das beide Hunde, die gebissen haben? Also so Ninas erste Aussage war mir gegenüber, dass beide Hunde Jan Simon zerrissen hätten. Jan Simon hat überlebt, aber er kann das Erlebte nicht verarbeiten, ist schwer traumatisiert und bekommt psychologische Hilfe. Seit über einem Jahr belastet die Beißattacke die ganze Familie. Ja, unser Tag sieht einfach so aus, dass er permanent Angst hat. Es ist so, dass er zu Hause selbst die Kinderzimmertür schließt, weil er immer Angst hat, auch der Hund kommt noch in das Kinderzimmer rein. Er hat nachts Angst, dass der Hund die Türen öffnet, dass er reinkommt und ihn wirklich zu Tode beißt. Es hat sich einfach die Angst sehr festgesetzt, der Hund kommt wieder. Der Hund, der ja auch noch der, da ist. Der noch da ist, ja. Sie sind, also habe ich so das Gefühl, diejenige, die das jetzt alles trägt, ne, die also zusieht, dass die Therapie gemacht wird, dass es den Kindern besser geht und so weiter. Wie geht's Ihnen? Es ist schwer, die Kinder schreiend nachts im Arm zu haben und zu wissen, ich kann nicht helfen. Diese Ohnmacht, die belastet mich am meisten. Ich stehe ohnmächtig dabei, hilflos dabei und kann ihnen nicht helfen. Ich kann nicht da auf den Hof gehen und sagen, gebt mir jetzt den Hund, damit meine Kinder in Ruhe leben können. Das macht mich fertig. Was Familie Schulenburg einfach nicht verstehen kann? Nach der Beißattacke wurde die Hundehalterin wegen Körperverletzung in erster Instanz verurteilt. In dem Urteil heißt es, beide Dobermänner haben zugebissen. Und trotzdem gibt es jetzt ein juristisches Hickhack um den zweiten Dobermann, der immer noch auf dem Hof lebt. Leidtragender ist Jan Simon. Wegen seiner schweren Traumatisierung muss er sogar die 5. Klasse wiederholen. An der Ostsee geht es ihm offensichtlich gut. Aber wie ist es daheim? Reißen die seelischen Wunden dann wieder auf? Ich treffe mich mit Frau Dr. Schlünder, der Therapeutin von Jan Simon. Genau da, wo alles begann.
in der Nähe des Reiterhofs. Was genau ist eigentlich ein Traum? Es ist eine Reaktion auf ein Ereignis, sehr gravierender, bedrohlicher Art, wo jeder Mensch in dieser Situation in Verzweiflung gerät. Das heißt, Jan Simon und Nina erleben möglicherweise tagtäglich Todesängste? Ja. Und das müssen wir uns wirklich vorstellen. Denn diese Kinder haben Todesängste gehabt, und zwar reale Todesängste. Wenn ein Kind 16 Mal gebissen wird, auf dem Boden liegt, zwei Dobermänner, die 46 Kilo ungefähr wiegen und das Kind wiegt 30. Wer von uns kann sich vorstellen, was das bedeutet, in dieser Situation gewesen zu sein? Ja. Und immer wenn man die Kinder fragt, was ist passiert, oder wenn sie an einen Ort kommen oder wenn sie an einen Hund sehen, dann kann es möglich sein, dass dieses Erlebnis sich von Neuem abspielt. Gibt es dann die Schlussfolgerung, der Hund muss weg? Aus der Umgebung der Kinder, sonst wären sie nicht gesund? Ja, das ist richtig. Das ist so. Was Schulenburgs wollen, ist ja nicht, dass der Hund eingeschläfert wird, sondern einfach nur, dass er woanders untergebracht wird. Und vielleicht auch in der Obhut kommt von jemandem, der mit ihm umgehen kann. Markus, wieso ist der zweite Hund immer noch auf diesem Hof? Also das ist völlig unverständlich. Der Beißvorfall war im September vergangenen Jahres. Das ist jetzt ein Jahr her. Dann ist der erste Hund sofort eingeschläfert worden. Mhm. Im Dezember hat die Stadt dann verfügt, dass der zweite Hund binnen einer Woche vom Hof soll. Sofort im Prinzip. Ja gut, aber gegen beide Verfügungen hat diese Hundehalterin Rechtsmittel eingelegt. Man muss sich so vorstellen, der eine Teil dieser Verfügung beinhaltet, es wird ihr sozusagen untersagt, einen Hund zu halten, der Hund muss weg. Mhm. Und der zweite Teil der Verfügung bedeutet sofortige Vollziehung. Und, aber gegen beides hat sie Rechtsmittel eingelegt. Okay. Und das Verwaltungsgericht hat jetzt gesagt, diesem Antrag, dass es nicht sofort vollziehbar sein darf, dem gebe ich statt. Das heißt, bis zur richtigen Entscheidung in der Hauptsache kann dieser Hund erstmal auf dem Hof bleiben, wenn auch mit Maulkorb und Leine. Aber alleine das hat sich schon so ewig hingezogen. Und dann hat ja Frau Schulte-Feldhoff, also die Hofbesitzerin, den Hund auf ihre Tochter übertragen. Gab es also, wenn man so will, einen Halterwechsel. Was heißt das jetzt für dieses ganze laufende Verfahren? Also das kann man wirklich nur als fiesen Trick bezeichnen. Das hat eigentlich zur Konsequenz, dass wir jetzt ganz wieder neue Ausgangsverfügungen brauchen und das ganze Spiel von vorne losgeht. Der Vorfall, dass der Hund beteiligt war, das spielt alles keine Rolle? Ja, das ist... Wir brauchen neue Bescheide dann. Okay. Die alte Hundehalterin hat nach unseren Informationen gegen die Auflagen verstoßen. Bei Recherchen vor Ort finden wir heraus, er war nicht das erste Opfer. Mindestens einer der beiden Dobermänner hat schon mal ein Kind gebissen. Frau Peters? Sabine Kühn, hallo. Schön, dass Sie Zeit haben. Sie haben ja auch so einen Riesenhund. Ja. Das heißt, Ihre Kinder wissen, wie man mit Hunden umgehen muss? Ja, die sind mit Hunden groß geworden. Und trotzdem ist Ihrem Sohn da auf dem Reiterhof was passiert? Ja, unser Sohn war damals gerade 11 und ist zwischen mir und meinem Mann gegangen. Und dann habe ich schon gesehen, dass der Dobermann so komisch zu uns rüber guckte und auch so unsere Richtung ging. Und dann habe ich nur zu meinem Mann gesagt, ich sag, du, pass auf. Und dann kam der aber ganz zielstrebig auf unseren Sohn zu und hat direkt so zugebissen. Und mein Mann hat den Hund festgehalten, der hat sich aber wieder losgerissen und hat dann eben noch mal gebissen. Der ist wieder auf den, den Jungen los? Ja, der ist wieder auf meinen Sohn los und hat dann noch mal gebissen. Und ja. Was ist Ihrem Sohn passiert? Es war sehr kalt, mein Sohn war sehr dick angezogen. Ich habe dann sofort nachgeguckt und der hatte also nur hier einen blauen Fleck und auch am Bauch nur einen blauen Fleck. Mhm. Und ich bin dann auch nicht zum Arzt, weil ich gesehen habe, es ist nichts blutig gewesen. Haben Sie sich manchmal Vorwürfe gemacht, dass Sie es dann doch nicht angezeigt haben? Ja, natürlich. Als ich das jetzt in der Zeitung gelesen habe mit den beiden Kindern, da habe ich natürlich gedacht, oh nee, wie blöd. Hätte ich das damals gesagt, wäre es vielleicht so nicht passiert. Wenn ein Hund zweimal Kinder anfällt, kann etwas nicht stimmen. Ich möchte von der Hundebesitzerin wissen, warum sie den zweiten Dobermann nicht vom Hof entfernt. Obwohl sie genau weiß, wie sehr Jan Simon leidet. Aber hier am Tor ist vorerst für uns Schluss. Unsere Interviewanfrage wird abgelehnt. Uns wird privat gedrehtes Videomaterial vom Reiterhof zugespielt. Irgendwo hier wurde Jan Simon fast zu Tode gebissen. Nach der Beißattacke schreitet das Ordnungsamt ein. Der Dobermann Rüde wird eingeschläfert und die Dobermann-Hündin soll vom Hof entfernt werden. Doch dagegen klagt die Hundebesitzerin beim Verwaltungsgericht. Auch weitere Anordnungen des Amtes wischt sie mit allen juristischen Mitteln vom Tisch.